Herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Volkskalender dieses Jahr halt, 2023. Nicht wundern, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, dann bei uns im Schnitt, die Störgeräusche leicht, die kommen von einem Lüfter hier drüben und nicht wundern und so weiter. Gestern war es ein bisschen sehr hektisch alles, weil ich muss mal wieder den ganzen Videoträge Zeug reinkommen, weil das ist ja nichts gemacht. Auf jeden Fall habe ich zwei Türchen hier, da einmal die Pop-Pop, das sind Knallerbsen. Dann die Flash, halt so Flash-Dinger. Und was ich noch nie gesehen habe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, könnt ihr mal einen Kommentar schreiben. Big Crackling Crackers. Das sind so welche Crackling Cracker, halt welche Flashing, Dings und so irgendwas. Halt, weil ich schon was gegessen hatten. Plus. Als groß. Von Rico. Habe ich persönlich noch nie gesehen. Wie schon gesagt, das kommt, wie es aussieht, aus den Niederlanden eigentlich, weil ja auch alles niederländisch draufsteht eigentlich. Oder eigentlich steht alles niederländisch drauf. Deshalb habe ich schon gewundert, was für Sprache das ist. Weil es ist ja Englisch, Deutsch, irgendwas. Aber es kommt in den Niederlanden fest. Persönlich habe ich noch nie ein Set gesehen aus einem deutschen Set, das so welche als groß gibt. Da würde ich sagen, fangen wir an mit dem Knallteufel. Das wird alles natürlich immer schön getestet. Muss da irgendwo aufgehen, muss da irgendwo. Ja, ich mal kurz die Kamera wegstellen. Nein. So. Testen wir da einfach mal drei Stück. Kamera ist mal in der Hand nehmen. Ich denke, normale Knallerbsen, das ist auch das explodiert, kennt glaube jeder Knallerbsen. Da würde ich sagen, machen wir weiter mit den Flashing Lights. Die haben 12 Gramm, die 6 Stück. Das sind relativ kleine, die gab es da früher mal größere, glaube ich. Nicht, das natürlich bei Flashing Light ergibt das recht viel Sinn. Muss ich sagen, sind auf jeden Fall gut hell, muss ich sagen. Brenndauer, sage ich mal, okay, könnte ein Stück länger gehen. Jetzt machen wir die Big Crackling Cracker. Noch einen. Dann war es das auch schon mit dem Video. Sehr kurz wieder, aber ich muss sagen, die Köckling-Dinger, das war noch, muss ich noch mal sagen, noch ein Stück lauter als die von den anderen. Aber sonst irgendwie, weiß ich nicht, ob das so ein großer Unterschied zwischen den beiden ist, weil ich habe mal reingeguckt mit Licht, dass der obere Abstand, bis die Filmmaterie kommt, bis halt das Köckling kommt, da ist so viel Luft und irgendwie auch kurz. Weil ich fast schon kürzer als die anderen. Okay, das Cracking war vielleicht minimal lauter, aber weiß ich nicht. Ist eigentlich bloß etwas größere Verpackung, aber Ende das gleiche drin. Ich muss sagen, ja, ging schon. Von dem war ich überrascht, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Was sonst? Knallteufel. Die Flashing-Dinger waren relativ, muss ich eigentlich relativ hell, aber halt okay kurz. Und die Dinger jetzt, ja, sind wie die anderen, bloß minimal lauter. Dann wünsche ich euch einen schönen zweiten, ersten Weihnachtsfeiertag. Und dann würde ich sagen, bis morgen und tschüss.